Willkommen im BOR-Reha-Zentrum der BG-Unfallklinik Duisburg. Dieses Zentrum wird als Vorzeigemodell der berufsorientierten Rehabilitation in Deutschland bezeichnet. Begleiten Sie in kurzen Einblicken einen Patienten bei seinem in der Regel vierwöchigen Aufenthalt hier im BOR. Der erste Tag wird dem gründlichen Kennenlernen gewidmet. Der Patient soll die Einrichtung kennenlernen, sowie die Mitarbeiter und Therapeuten den Patienten. Es folgen umfangreiche Untersuchungen und Tests, um die individuelle Leistungsfähigkeit zu ermitteln. Hier wird auch festgestellt, welche Therapiemaßnahmen in den nächsten Wochen nötig sind, damit der Patient seinen alten Beruf wieder ausüben kann. Dann geht es auch schon in die Therapie. Täglich werden bei jedem BOR-Patienten verschiedene Therapiearten durchgeführt. Die Physiotherapie, bestehend aus physikalischer Therapie und der Krankengymnastik, die medizinische Trainingstherapie, eine Sport- und Gruppentherapie sowie die berufsorientierte Rehabilitation. Modernste Geräte, medizinische Testverfahren, freundliche und kompetente Mitarbeiter sowie angenehme Räumlichkeiten helfen, das gewünschte Therapieziel zu erreichen. Für die berufsorientierte Rehabilitation wurden im BOR-Reha-Zentrum nahezu 30 Module entwickelt und zur berufsspezifischen Therapie eingesetzt. Zur Hälfte und zum Ende der Maßnahme werden weitere Arztvisiten durchgeführt. Hier kommt jeder zu Wort. Bei schwierigen Fällen werden auch Fallkonferenzen mit den Reha-Managern der Berufsgenossenschaften oder Unfallkassen durchgeführt. Mit einem freundlichen Auf Wiedersehen und viel Erfolg bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz wird der Patient hier verabschiedet. Auf 2800 Quadratmetern wird im BOR trainiert. Nirgendwo sonst werden so viele realitätsgetreue Trainingsmöglichkeiten für den Wiedereinstieg in den Job geboten. Hierzu ein paar Beispiele wie unser Trockenbaumodul, der Arbeitsplatz für Pflegeberufe, Dachdecker und Zimmermänner probieren sich am Übungsdach aus. Und Sanitär- und Heizungsfachleute arbeiten hier ebenfalls unter gewohnten Bedingungen. Brummifahrer und Logistiker finden dort zum Beispiel einen LKW mit Ladefläche, an dem sie alle Bewegungsabläufe üben können. Über 70% der BOR-Patienten kehren in ihren alten Beruf zurück. Die BOR-Leistungen werden als ambulante Maßnahmen angeboten. Patienten, die von weiter her kommen, können in einem nahegelegenen Hotel mit Halbpension untergebracht werden. Der eigene Fahrdienst garantiert den pünktlichen Therapiebeginn.